Lass mich hier nochmal kurz auf das anstehende Börsen- und Wahljahr 2024 eingehen. Das könnte nämlich ein äußerst spannendes und lukratives werden. In meinem letzten Börsenvideo, so circa vor 10 Wochen, also inmitten eines gewaltigen Abverkaufes, da hatte ich ja erwartet, dass genau dieser Zeitpunkt ein guter Einstieg sein könnte und vermutlich auch eine saftige Jahresendrallye ansteht. Genau das ist auch passiert. Der Markt hat sich erholt und viele überverkaufte Papiere sind explodiert oder zumindest konsolidiert, quasi so wie ich es auch bei mir im Premium-Bereich antizipiert hatte. Jetzt haben wir seit circa 3 Wochen eine stabile Seitwärtsbewegung, auch hier, ich habe es genauso angekündigt, und jetzt sind wir also in einer sehr kritischen Phase, in der der Markt auf weitere Impulse wartet. Für einen anstehenden Pullback gibt es Argumente, zum Beispiel der Aspekt, dass immer mehr Fondsmanager von einer Deflation ausgehen, das heißt einer Geldmengenverringerung. Und wenn kein Geld da ist, da helfen auch vermeintlich geringe Preise nicht, um die Leute in Kaufstimmung zu bringen. Und dann wären da auch noch geopolitische Scharmützel. Ich denke da nach wie vor an die Unsicherheit in Bezug auf die Russlandfrage, genauso wie das Zündeln im Nahen Osten. Und Anleger, die hassen bekanntlich nichts so sehr wie Unsicherheit. Zu guter Letzt kann auch die Schuldensituation der USA genannt werden, die gerade die 34 Billionen Dollar Grenze geknackt haben. Glückwünsche gehen raus. Viele Zweige, zum Beispiel quasi das gesamte produzierende Gewerbe, sind in den USA, genauso wie eigentlich im gesamten Westen, marode, um nicht zu sagen dysfunktional. Ja, weil man eben während der letzten Dekaden Perlen vor die Säue geworfen hat, indem man Innovation und Produktion nach Fernost verlagert hat. Das ist wohl ganz klar eher politische Selbstvernichtung als Selbstbestimmung bzw. Erhaltung. Aber dennoch, und das sage ich vorsichtig für das gesamte Jahr 2024 voraus, werden wir wahrscheinlich keinen Börsencrash erleben, wie ihn manche prophezeien. Meine 2 Hauptargumente dafür sind: A, die Zusicherung der Fed, die Zinsen wohl nicht mehr zu erhöhen, und sogar die erneut wiederholte Aussicht, diese inkrementell zu senken, und zweitens, in den USA ist Wahljahr. Das bedeutet nicht nur, dass der Zirkus in der Stadt ist und wir jede Menge Ablenkungen und haufenweise Kasperletheater zu sehen bekommen werden, inklusive Marktvolatilität. Aber Wahljahre in den Staaten waren historisch überproportional Bullenjahre. Seit 1900 hat der Dow Jones in Wahljahren durchschnittlich 8,8% zugelegt, wobei die Rendite auf 10,8% stieg, wenn der Amtsinhaber gewann, und auf 4,8% sank, wenn er verlor. Der S&P 500 hingegen hat seit 1952 im Wahljahr im Durchschnitt um 7% zugelegt. Und das ist sicherlich alles andere als katastrophal, liegt aber unter dem durchschnittlichen S&P 500 Gewinn von 17% im Jahr vor einem Wahljahr, welches wir gerade hinter uns haben. Naja, jetzt stehen erstmal die Q4-Reports der Unternehmen ins Haus. Das ist immer eine spannende Zeit und eigentlich auch meine Lieblingszeit des Jahres. Ich muss dazu sagen, dass meine Philosophie eher die Fundamentaldaten des Unternehmens im Blick hat als den breiteren Markt. Unter anderem gucke ich auch sehr gern auf Überreaktionen des Marktes, heißt unverhältnismäßiger Abverkauf oder eben Hype. Und ganz im Ernst, ich liebe Überreaktionen. Wenn es dein Broker zulässt, können hier Short-Positionen interessant sein, gerade im Tech-Sektor. Ein gutes Beispiel hier war unlängst die Upstart-Aktie UPST. Hier musste ich praktisch so gut wie gar keine Recherche betreiben, um zu erkennen, dass der 48-Dollar-Preis für dieses unprofitable Unternehmen Anfang Dezember komplett utopisch war. Und ja, das ist dann wirklich kinderleichtes Geld. Okay, wenn du nicht die Zeit für umfangreiche Analysen hast, aber dennoch Gelegenheiten zum Investieren haben möchtest, dann sieh dir unbedingt mein Video an, in dem ich meine Vorgehensweise genauer erläutere. Der Link, wie du sofort mit mir Kontakt aufnehmen kannst, der ist auch unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen, Kommentieren und Liken. Ciao, ciao.